Willkommen zurück zu Luigi's Mansion 2. Im letzten Part haben wir die 2 abgeschossen und haben rausgefunden, dass normale Geister, wenn man sie in diesen Eiskristallen einschließt, dass sie dann zu stärkeren Geistern werden, die wir einen schon im Ingenieurshof eingesaugt haben. Also die werden dann viel stärker und haben auch schon gleich ein paar einsaugen müssen. Die Buche sperren sie ein und dadurch werden sie zu richtig starken Geistern. Das müssen wir natürlich verhindern. Und jetzt geht's ab in D3 über den Abgrund. Luigi, ich wollte dich mir ja nicht nehmen lassen, deine Supergeist, ich dann die Peter zu studieren. Aber das muss warten, ich habe nämlich, was heißt denn das? Just eben der Schwächemusik geortet. Überraschenderweise stammt das Signal von Autoabtermin aus dem alten Werkhaus. Aha, jetzt ist unten was eingezeichnet. Dieses Werkhaus liegt jedoch jenseits der Schlucht und die Foxy-Station springt nicht an. Zum Glück wusste der Tod, den du gerettet hast, wie man die Schlucht überwinden soll. Er meinte, man könnte mit der Scheibe an Kinderleib bis zur Tür des Werkhauses fahren. Das Wetter wird zwar immer schlechter, aber so dürftest du rasch ins Ziel kommen. Du musst nur zur Scheibenstation laufen und einsteigen. Schon bist du im Mut. Wunderbar einfach, oder? Ich melde mich gleich über den Duo-Spukophon, wenn du dort bist. Dann gute Fahrt, Luigi. Duo-Spukophon, das heißt DS-System. Das ist eigentlich schon lange nicht mehr erwähnt. Das letzte Mal, dass es erwähnt hat, war, da ist es das erste Mal du Spukophon genannt hat. Das war in A2, also ganz am Anfang in der Gruselvilla. Lustig, dass er das jetzt wieder erwähnt. Okay. Was ist denn da auf einmal los? Wieso ist alles so verschneit? Ja, Luigi, ich kann mir vorstellen, dass du frierst. Durch den Kamin? Finde die Seilbahn. Na du? Ein goldener. Ich weiß, was man mit denen machen muss. Dann spucken sie was aus. Okay, na? Gut. Na dann komm her, du. Nicht du, den goldenen will ich haben. Und ja, nach einer gewissen Zeit werden sie zu normalen. Okay. Was ist da passiert? Das Eisbärfell, was macht das denn da oben? Der Foxy-Station. Ist draußen vielleicht etwas? Moment, das ist auch interessant. Moment, da muss ich kurz zeigen. Das habe ich im letzten Level zwar schon gezeigt, aber mit diesem Hühnchen. Na, das schöne Hühnchen, aber egal. Kann man hier jetzt durch einen Saphir bekommen, den wir aber schon haben. Seht ihr? Den haben wir schon im letzten Level erreicht. Restliche Juwelen. Wir finden in diesem Level alle restlichen Juwelen. Das war denn jetzt auf einmal. Okay. Na dann schon mal da rein. Na, wieder goldene Raben. Gut. Ist da wieder was drinnen oder? Nö, im letzten Level war ja auch nichts drin. Okay. Aber Moment. Schau mal, lass vielleicht mal rein, wer weiß, vielleicht sehen wir das Fenster hier ein. Das ist zu gefroren und. Okay. Einen klitzekleinen Schnitt muss ich kurz machen. Okay, da bin ich wieder. Ich habe nur kurz nachschauen müssen, wie man hier überhaupt weiterkommt. Eigentlich verrät schon in dem Titel eigentlich schon. Naja, im Titel nicht, aber. Wir waren ja da eigentlich schon immer oben. Und jetzt machen wir das mal zu. Oh. Hey, ich will doch das Fenster zumachen. So, jetzt ist zu. Okay. Münzen? Oh. Hey, was haben wir denn hier? Schöne Dinge. Oh, Steinchen. Was sind denn das eigentlich für nervige Wollknäuel? Moment.
Ah, Moment, ich weiß, wie es geht. Und jetzt ab nach unten und löschen. Das habe ich nicht nachgeschaut. Ich habe nur nachgeschaut, wie man hier es ungefähr weiterkommt. Okay. Hammer. Geschickt macht. Aber ich sehe, da unten hat was gewackelt. Also untersuchen wir das nochmal. Oh, ein Knochen. Den kann man immer gebrauchen. Okay. Dann, ja, weg mit dir. Marvin, ab rein. So. Dann gehen wir mal weiter. Dann gehen wir mal wieder da rein. Hier ist ein Juwel. Habe ich extra nachgeschaut. Ich schaue ja immer nach, weil ich ja keinen verpassen will. Und jetzt? Oh, was haben wir denn hier? Wenn das mal nicht ein Juwel ist. Oder besser gesagt ein Saphir. Okay, dann holen wir uns mal ein bisschen Kleingeld und rutschen wir mal runter. Wow, 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 wow. Wow, goldene Spinne. Ja, da links wäre das Saphir gewesen, aber den haben wir ja schon im letzten Part. Ich gehe hier eigentlich nur runter, weil hier ein Saphir ist hier unten. Ich höre nicht das. Aber ich glaube, das hatten wir schon im letzten Tag. Oh, Münzregen, der Segen. Ja. Fuß, Moment, Fuß, da war ich schon nicht durch. Gut. Luigi wäre sich schon längst reicher. Beim ersten wäre, glaube ich, noch reicher worden. Das erste habe ich ja leider nicht zu 100% gespielt. Da hatte ich ja nicht so viel Wert drauf gelegt. Es war mir da eigentlich voll egal, ob ich alles Saphire damals einsammle. Aber das war auch noch unkommentiert. Ich habe aber vor, Luigi's Mansion 1 nochmal zu Let's Playen. Übrigens, wenn man das hier dreht, wenn man daran zieht und dann wieder raufkurbelt, ist hier ein Saphir drinnen. Aber den haben wir ebenfalls schon. Ach so, falsche Richtung. Luigi's Mansion 1 werde ich nochmal erzählen und dann zu 100%. Das heißt, alle Secrets und so. Eigentlich war das Rufzeichen woanders, aber wir müssen Secrets sammeln, habe ich ja schon gesagt. Wie ging das nochmal? Ja, so. Funktioniert das wieder? Moment, falsche Richtung. Nö, diesmal sind die Fledermäuse nicht da. Hier soll der Bubu sein. Ableuchten. Moment, da war was. Genau, ich glaube, wir haben ihn. Ich glaube, ich weiß, wie es jetzt geht. Ist da wieder was drinnen? Oder sind die Geister schon raus? Und was ist das? Ich vermute, ich weiß, wie es geht. Das ist aber nur eine Vermutung und ihr werdet jetzt schön von mir wegbleiben. So. Was ist das? Hm.
Mann, das ist ein Goldklumpen. Vielleicht lohnt es sich ja doch noch in der alten Mine nach Gold zu graben. Okay, wir sind ja aber nicht zum Graben hier, sondern um das Nachtschattental vor Geistern zu retten. Okay, dann wollen wir, ich vermute, ich weiß, wie wir den hier rauskriegen. Wie wir diesen Gold da. Warum habe ich eigentlich noch nie was gehört? Ein Geldgeist! Na, du kommst jetzt her, du verschwindest in meinen Staubsauger. Hehe! Na, dieser Fischzug hat sich echt gelohnt. So, und jetzt. Hallo. Okay, wie geht das? Okay, kann man da vielleicht irgendwie schießen? Da oben ist übrigens auch noch ein Saphir eingefroren. Habe ich hier vielleicht doch was übersehen? Ist der Buhu woanders? Läuft man nochmal ab? Da werde ich jetzt echt mal kurz schneiden müssen und nachschauen, wie es geht. Okay. Angeblich saugen. Hey. So. Hey, wieso geht's nicht? Ich bin's, der Regenbogen, und du siehst gleich kunterbunte Sterne. Das ist jetzt lustig, die Schrift war auch bunt. Na, komm mal her. Wie heißt du denn? Ja, das weiß ich schon, aber ich will gleich wissen, wie du dich nennst, wenn du demütig wirst. Nee. Okay. So, nun kommt mal her. Hey, wo bist du? Na bitte, da haben wir ihn. Da. So. Ja, aber erst den Förster, dann den Buch. So. Nicht so lustig, wenn er nein sagt. Okay. Ganz kurz noch etwas. Ja, jetzt können wir ja Dinge aktivieren und jetzt. Hey, seht ihr, dann kommt. Hey, wo sind die der Berghütte? Das ist mir bei vorhin, als ich nachgeschaut habe, nicht aufgefallen. Und Basta! La Basta! So, wie nenne ich diesen Part jetzt? Ich fahre nur noch schnell nach unten und dann beende ich ihn eh. Okay. Das war's für diesen Part. Dieser Part war eigentlich nur für ein paar Secrets zuständig. Aber egal, wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss.